Also das ist jetzt vom Neckar hier ein ziemlich alter Nebenarm, den kannte die Römer schon. Und da kann man auf jeden Fall sagen, hier ist Badespaß für Jung und Alte möglich. Hier gibt es auch noch ziemlich viel einheimische Flora und Fauna. Hier hat es Gelbbauchunge, Grottenolme, also wo du nachguckst, vorne und hinten, hier wuselt es einfach überall. Und man hat direkt Anschluss an der Kirchendellins vor der Baggersee, da kannst du also mit der Luma oder mit dem Surfbrett hergehen. Sollen wir da hinten vielleicht mal anlegen? Ja, ich leg da hinten mal geschwind an. Wir gucken uns mal den vorderen Baggersee an. Jetzt Achtung. Du, langsam. Oh, das ist natürlich brutal, das hätte ich jetzt fast vergessen. Hoi, wie geht's? Die FKK-Typen. Gut und selber, was macht ihr da, Hanne? Der Leib vom Fernseher da. Vom Fernseher? Sag mal, die Gemeinde hat euch das Nacktbaden da, Hanne, verboten. Ist auch egal. Hoi, Dieter. Ja, das ist der Dieter, der ist Vorstand vom FKK-Verein in Kirchentellinsfurt. Ja, die laufen halt immer nackt rum da, Hanne, aber die sind voll okay, gell? Ja, die helfen uns immer. Bei den Umweltsachen. Ja, wir machen ja viel. Zum Naturschutz. Ja, da helfen mir gern, gell? Du, Dieter, ich habe ein paar so Töpfe mit Holzwolle drin dabei, so Ohrwurmtöpfe. Weißt du, die würden wir bei euch gern aufhängen. In die Töpfe gehen ja die Ohrenwurzeln rein und fressen die Blattlays von den Beinen weg. Das wäre super, wenn wir die hier aufhängen könnten. Weißt du, wir haben jetzt echt alles probiert, um die Blattlays loskriegen. DDT und auch noch so andere Spritzmittel, aber das darf man heute ja alles nicht mehr verwenden. Deswegen wäre es super, wenn wir die Töpfe da haben, überall in den Beinen aufhängen könnten. Und ich glaube, dann kriegen wir die Scheißlays auch endlich mal ausgerottet. Das ist kein Problem, da helfen wir dir. Wo hast du deine Töpfe? Da in der Tasche drin. Ja. Oder hast du im Boot noch mehr oder was? Nein, das ist alles. Nein, aber also, dann gibst du mir. Dann tragen wir es mal hinten und hin und dann gucken wir da mal weiter. Ja, und der Handtuch hast du auch dabei. Da kannst du wegen mitbaden. Handtuch neu, das habe ich jetzt keins mitgenommen. Vorne liegen Margot und der Hans-Jörg und die anderen. Da liegst du mit dazu nah, oder? Ja, den Gefallen muss ich denn jetzt halt da. So, mit Brennnessel abtrocknen, das ist gut. Ja, Junge, jetzt hat er sein Handtuch vergessen. Das tut weh, gell? Aber war das gesund? Sag mal. Ja, ihr kennt euch halt auch gar nicht mehr aus, ihr Junge. Das ist gesund, jetzt glauben wir es halt. Ja, und im Gesicht auch noch. Und der Hanne vorne rum noch wegen. So, dann bist du trocken. Brennnessel, das ist ja alles Naturmittel zum Abtrocknen. Also, dann bereiten wir mal die Ohrwurzeln vor, oder? Das ist ja echt der Hammer, die Hütte hier. Ja. Hat das selber gebaut? Nein, das hat Gemeinde gebaut. Also die Sendung, die da gerade kommen ist mit den Leuten am Baggersee, das habe ich gerade angeguckt und ich muss da jetzt mal was dazu sagen. Also dass die da nackt baden, das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen unangenehm, aber da kann man ja im Grunde genommen noch drüber wegsehen. Mich stört viel mehr, dass es unten am Baggersee bis heute keinen richtigen Fahrradweg gibt. Wenn man da so wie ich ein normales Damenrad hat und kein so ein modernes Mountainbike, dann ist man echt aufgeschmissen, wenn man da bis ans Ufer nachfahren will. Das gehört mal geändert.